Buddha hat vollkommen recht. Es gibt nur die Gegenwart. Man tritt auf der Stelle, sieht diesen Körper da am Ortsrand, Saum des Seins auf- und abtrampeln, und die Erde bewegt sich unter ihm hinweg. Und es gab keine Vergangenheit und es gibt keine Zukunft, sondern nur diesen Moment der Formverwandlung, der immer neuen Ortsrandverschiebung. Nicht mal das, es gibt nicht mal Ort und Zeit. Aber die Frage ist natürlich beim Sprechwesen anders zu stellen, nämlich wieso konnte ein so verrücktes Verwesen entstehen, dass diese Zeit, diesen irreversiblen Zeitpfeil eines Vorher und eines Nachher, in dessen Spatium es sich verliert, generieren, denn nur der Mensch erzeugt Zeit, Raum, Vorstellung und Spiegelbewusstsein darauf. Welcher Unfall war es, der das Sein aus seiner Bahn schmiss?